Willkommen zurück zu Darksiders Let's Play! Wir sind durch das Gate durch, haben den Fluch gebrochen und schauen mal, was jetzt auf uns zukommt. Come on already! What are you waiting for? You plan on using them hands ever again? You best not go touching that one ain't yours. Ooh, Thane. You know me, but I don't know you. And I don't like strangers. Especially the uninvited kind. And maybe who you are don't matter as much as what you want. I've come for the Black Hammer. Really now? Well, you're welcome to give it another go. After that, I'd best not catch you around here again. It's you. What's that now? The Black Hammer. It's you. Do your worst, but let me tell you a little secret, boy. The one in the dirt is by far the easier of the two. Ein Kampf mit Ulfane. Und er tut auch ganz schön weh. I almost thought you were serious. You're throwing glass against stone, boy. That blade of yours is useless against him. Perhaps there is another way. Oh ja. Gibt es einen anderen Weg? Wir probieren mal einen anderen Weg. Impressive! Das tut ihm doch ganz schön weh. I ain't been tagged in millennia. ...100 years. Since the day Abaddon was taken from us, I have prayed for this moment. For your crimes, I would see you tried in the White City. But until this world is free of the Destroyer, its gates are closed to us. And justice will not wait. I sentence you here and now! Your justice can wait till we finish our little scrap, missy. There ain't no sport in jumping into a tussle, but don't concern you. Go on, fly away, pigeons, before I pluck ya. Blasphemer, it is you who take sides in a battle that doesn't concern you. Please, allow me. That's what you get for touching what ain't yours. I'd duck if I were you. Taubenrupfen. Ein kleines Spiel. Keep them feathers flying, boy! Wir müssen Engel töten und wir spielen gegen Ulfane. Out of my way! My pillows need a little stuffing! Natürlich ist es in diesem Teil des Spiels egal, wer von uns beiden gewinnt. Das Spiel geht trotzdem weiter. Es gibt nur ein Achievement, das ich beim letzten Mal nicht gekriegt habe, leider Gottes, weil ich das von Steam ein bisschen unfair finde. Sie geben die Achievements nur, wenn man online spielt. Und weil ich mit dem Laptop etwas unterwegs gewesen bin und unter anderem im Bus, ehrlich gesagt, gezockt habe, habe ich leider keine Internetverbindung gehabt und auch kein Achievement dafür bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich es nochmal schaffen sollte, mehr Tauben zu rupfen als Ulfane, weil der ist schon ganz schön hart, der Kotzbrocken da.
Und er weiß auch, was er tut. Im Gegensatz zu mir. Over here, stranger. I hope this old one knows where he's going. We came for the Grievous Heart, remember? Ja, und nun haben wir Autos. Schmeißen die Autos. Warum sollten wir keine Autos schmeißen können? Shove off, Pudgeons! Ja, komm, still. Und tot ist unser Engel. Steht 8-5 für uns. Wow. Nicht schlecht. Und wir haben auch schon die 6-Minuten-Marke geknackt. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wenn nicht, gibt es mehr im nächsten Take. Und zwar ein bisschen dämlich, ein Auto gegen ein anderes Auto zu schmeißen. Nur ein klein wenig. My pillows need a little stuffing. Okay, das würde ich jetzt mal als Kamerabug bezeichnen. Unser Vorteil ist, dass wir einen Finishing Move haben und Ulpen hatte gerade versucht, uns den Kill zu klauen. Das ist ja mal voll der Killstealer. What are you waiting for? Auf dich, du Fettklopf, hol mal auf, Mann. Ja, diese kleine Welt hier. Sehr schön, das Event macht schon Spaß. Aber wo ist denn der Engel? Da sind Engel. Auf sie mit Gebrüll! Bring him to justice! Your justice is at hand! Wow, wir sind mal hier ein bisschen abgewichen. Unser Vorsprung geht langsam zur Neige. Aber wir haben noch etwas Chaos übrig. Und können Engel hoffentlich in die Knie ziehen, bevor wir zu viel Boden verlieren. Und nein, Ulfane hat schon aufgeholt. Hier, leider. Over here, stranger! Bring him down! We will not yield! We will not yield. My pillows need a little. Und ordentlich auf die Fresse. Hat du eben noch ein Knick über dem Kopf? We will not yield. Your justice is at hand. Und tot. Wir liegen noch in Führung. Das kann sich aber sehr schnell ändern. Hoffen wir erstmal nicht, dass es sich ändert. Und hoffen wir, dass dieser Engel da oben mal runterkommt. Weil so können wir ihn sicherlich nicht vor Wolfstein töten.
wir wollen das Spiel ja gewinnen. So, die 10 Minuten Marke müssten wir jetzt langsam aufgeknackt haben. Ich hab mal wieder am Anfang vergessen, die Uhr zu stellen. Und hab sie jetzt im Nachhinein nochmal gestellt gehabt. Ich muss jetzt halt ein bisschen schätzen. Und jetzt einen Lebenston nehmen. Damit wir diesen Engel hier noch schaffen. Und das noch ein Lebenston. Naja. So, und mit diesem Wurf und dieser Explosion beenden wir das Take. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich hoffe, es hat mir wieder irgendjemand zugeschaut. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Take. Beziehungsweise werde ich noch versuchen, mit dem Explosionsding den Engel niederzumoschen. Möchten. Was ihm aber anscheinend nicht so viel Schaden macht. Also knüppeln wir in dem Take noch schnell den Engel nieder. Falls er so gütig wäre, endlich zu sterben. Und beenden damit den Take mit dem Tod dieses ekligen, hässlichen Engels und nehmen seine Waffe mit. Dann wünsche ich noch frohes Schaffen. Wir sehen uns im nächsten Take in wenigen Minuten.